Ja, also ich hoffe, Sie können mich alle sehen. Ich habe jetzt vor mir. Ist dem so? Okay. Ich sehe vor mir nun meine Bildschirmpräsentation, deshalb habe ich nachgefragt. Sehr geehrte Anwesende, ich begrüße Sie von meiner Seite her ganz herzlich zu meinem Kurzvortrag. Und ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und heute hier zumindest virtuell bei Ihnen dabei sein zu können. Es wurde bereits gesagt, es geht bei Heinz Reinhart um eine Doppelkarriere, eine ausgesprochen bemerkenswerte Doppelkarriere, wie ich finde. War er doch seines Zeichens der zeitgenössisch tituliert wurde der Henker von Warschau und später dann eben Bürgermeister von Westerland bekanntermaßen und auch Mitglied des 4. Schleswig-Holsteinischen Landtages. Ich mache zwei Vorbemerkungen bei meinem Vortrag. Erstens einmal, dass es um seine beiden Karrieren gehen wird, also nur recht eingeschränkt um die Ereignisse in Warschau an sich, sondern vielmehr dann vor allem um den kontroversen Fall Reinhart und anhand seiner Figur wird es auch um die öffentliche und juristische Rezeption des Warschauer Aufstandes gehen. Die zweite Vorbemerkung bezieht sich auf das Jahr 2014, als meine Doktorarbeit erschienen ist. Es gab damals eine Koinzidenz mit dem 70. Jahrestag des Warschauer Aufstandes. Und in diesem Zusammenhang kam es zu einer erinnerungskulturellen Debatte um die Person von Heinz Reinhart. Ich habe bei dieser Rezeption selbst auch eine Rolle gespielt als Experte im Jahr 2014. Ich werde deshalb auf diese Geschichte von vor knapp 10 Jahren nicht eingehen, weil ich da selber als Akteur gewissermaßen involviert bin. Ja, wer war also der Mann, dessen Leben, Wirken und Nachwirken dieser heutige Vortrag gewidmet ist? Wir sehen hier auf einer Aufnahme aus den frühen 30er Jahren, ganz vorne rechts, in den ersten Jahren in der SS. Heinz Reinhart wurde 1903 geboren als Sohn eines Landgerichtsrates im heute polnischen Gnesien, in der damals preußischen Provinz Polen. Er hat Jura studiert und wurde dann Rechtsanwalt und Notar in Corpus. Er war früh verhaftet in der völkischen Bewegung, trat der SA bei, wechselte dann jedoch noch vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten zur SS. Und er erwarb sich in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg durch seine ja, diversen Ehrenämter in der Region einen einschlägigen Ruf als Rechtsanwalt der Nazis in der Lausitz, wie man ihn genannt hat in der damaligen Zeit. Im Gegensatz zu ganz vielen anderen von seinen Generations- und Gesinnungsgenossen hat er jedoch vorerst verzichtet auf eine hauptamtliche Karriere in der SS, im SS-Apparat und hat sich stattdessen seiner einträglichen Anwaltspraxis gewidmet. Er war jedoch stets gut vernetzt und so verfügte er über die ganz wichtige persönliche Bekanntschaft zu seinem persönlichen Mentor, seines Namen Kurt Alüge, seines Zeichens Chef der deutschen Ordnungspolizei. Wir sehen Kurt Alüge hier auf einer Aufnahme mit Reichsführer Heinrich Himmler. Darüber war es denn auch, der Reinhart ab der Kriegsmitte den Weg wies zu einer steilen Laufbahn in der SS- und Polizeihierarchie. Reinhart, der notabene 1939 als einfacher Soldat der Wehrmacht eingezogen worden war und dem in den ersten Kriegsjahren als erstes Mitglied der allgemeinen SS das Ritterkreuz verliehen wurde, schied dann Anfang 1942 auf Veranlassung von Kurt Alüge aus dem Rang eines Leutnants aus dem aktiven Dienst aus. Er trat ins Hauptamt Ordnungspolizei ein und damit verbunden war auch die direkte Beförderung zum SS-Brigadeführer.
Die Jahre 1942 bis 1944 sahen ihn nacheinander als Generalinspekteur der Verwaltung, so genannt, und auch als rechte Hand von Kurt Alüge im Protektorat Böhmen und Mähren. Später dann als Führer SS und Polizeiführer im Reichsgau-Wartheland. Und dort war er dann auch an maßgeblicher Stelle in die Germanisierungs- und Vernichtungspolitik involviert. Und von dort wurde er dann schließlich Anfang August 1944 von Reichsführer SS Heinrich Himmler mit dem Niederschlagen des Warschauer Aufstandes beauftragt. Reinhard traf in Warschau mit einem improvisiert zusammengestellten Polizeitruppe und ausländischen Hilfstruppen Anfang August ein und erwies bekanntermaßen seine Unterführer am Morgen des 5. August 1944 bei einer improvisierten Einsatzbesprechung an, die gesamte nichtdeutsche Bevölkerung Warschaus umzubringen. Er hat es gerechtfertigt unter dem Deckblatt der Partisanenbekämpfung, im Kontext die Grenzen zwischen Zivilisten und feindlichen Kämpfen verschwinden. Und dieser Befehl, der auf Veranlassung Himmels weitergegeben wurde, der entsprach dem Willen an der Bevölkerung Warschau, sein Exempel zu statuieren. Denn damit sollte ein glasklares Signal abgegeben werden an andere Völkerschaften in den besetzten Ostgebieten, was da lautete, mit dem Gedanken an eine gewaltsame Erhebung gegen die deutsche Besatzung beschäftigt, dem wir dafür vergolten werden. Ja, was in Warschau geschah im August, vor allem Anfang August 1944, wie wir auf dieser Aufnahme exemplarisch sehen, das ist hinlänglich dokumentiert, in vielen geschichtlichen Darstellungen beschrieben worden. Und es muss hier an der Stelle auch nicht detailliert wiederholt werden. Es lässt sich jedoch festhalten, dass das Massaker insbesondere im Stadtteil Wola und dass auch die später im Verlauf der Aufstandsniederschlagung vorkommenden Übergriffe, dass die maßgeblich durch die Kampfgruppe Rheinefahrt zu verantworten waren und dass sie nach Schätzung zwischen 150.000 oder sogar gut 200.000 zivile Opfer zur Folge hatten. Das unter dem operativen Befehl von Rheinefahrt verübte Massaker von Wola vom 5. August 1944 gilt als das größte Einzelkriegsverbrechen des Zweiten Weltkrieges außerhalb des Holocaust. Rheinefahrt selber, der sich mit seinem Agieren in Warschau in den Augen Himmels ganz offensichtlich aber bewährt hat, der war nun im Spätsommer, Frühherbst 1944 auf dem Höhepunkt seiner NS-Karriere angelangt. Er verbrachte die letzten Monate an der Westfront und schließlich geriet er dann als Festungskommandant der Stadt Küstrin am Zusammenfluss von Oder und Warte erneut in den Brennpunkt der Geschichte, kann man sagen, weil es sich dabei um eine der letzten Schlachten an der Ostfront handelte. Wir sehen auf dieser Aufnahme Heinz Rheinefahrt Anfang 1945 als Festungskommandant in Küstrin. Ich habe das vorhin benannt als geschichtliches Ereignis. Es war aber auch vor allem für die Laufbahn von Heinz Rheinefahrt ein ganz wichtiges Ereignis, das ein bisschen zu Unrecht im Schatten seines Warschauer-Kommandos steht. Denn in der Festung Küstrin liegt der Kern von Rheinefahrts Nachkriegsnarrativ über seine NS-Zeit. Er hat dort ganz maßgeblich die Grundlagen gelegt, die es ihm ermöglicht haben, dann in der Nachkriegszeit einen trotz seiner NS-Karriere vergleichsweise guten Leumund herauszustellen.
Was geschah in der Festungsstadt Küstrin Anfang 1945? Ist relativ kurz zusammengefasst so von sich gegangen, dass Rainerfahrt diese Festung zunächst mit allen Mitteln verteidigen wollte, bis auf die viel zitierte letzte Patrone. Und er wurde dann von seinen Offizieren bedrängt, den Haltebefehl aufzugeben und der verbliebenen Besatzung zu erlauben, sich abzusetzen Richtung Westen. Und schließlich hat Rainerfahrt diesem Drängen nachgegeben und hat dann, obwohl ein ausdrücklicher Führbefehl bestand, den Ausbruch aus der Festung befohlen und mitgetragen. Er ging darauf in Haft wegen Befehlsverweigerung. Das Verfahren kam jedoch in den Wirren der letzten Kriegswochen dann nicht mehr zum Vollzug. Küstrin markiert also die Geburt der durch Rainerfahrt nach Kräften aufgebauschten Legende von ihm als vermeintlichem Freigeist und verkappten Widerstandskämpfer im NS-System. Es war ein Mythos, von dessen symbolischen Kapital er sehr lange gezehrt hat und das, wie bereits angetönt, seine zweite Karriere in der Bundesrepublik maßgeblich ermöglichte. Rainerfahrt hat dann nach 1945 eine dreijährige amerikanische Kriegsgefangenschaft überlebt, insbesondere weil er sich in Nürnberg im Umfeld der Nürnberger Prozesse als Zeuge, man höre und staune, zur Verfügung gestellt hat. Und er wurde auch in diesem Kontext vom Abwehrdienst der US Army als Spezialist, als Informationsexperte, Experte für die nunmehr kommunistisch besetzten Ostgebiete angeworben. Dies natürlich im Zeichen des heraufziehenden Kalten Krieges. Rainerfahrt wurde dann protegiert von den Westalliierten für eine kurze Zeit. Polnische Auslieferungsgesuche wurden mehrfach, man kann es so sagen, abgewimmelt. Es war so, dass die Amerikaner, die Rainerfahrt anfänglich protegiert hatten, relativ bald ein mulmiges Gefühl bekam, aber es war dann zu viel Zeit vergangen und Rainerfahrt waren zu viele auch interne Prozesse bereits involviert gewesen auf westalliierter Seite, sodass dann eine Auslieferung nicht mehr opportun schien, obwohl doch langsam auch mehr als der Zweifel aufkam an der Eignung von Rainerfahrt mit Blick auf sein Profil in der NS-Zeit. Rainerfahrt kam dann frei 1948 und er hat sich dann auf Sylt niedergelassen. Das stand dort seit längerer Zeit, das Sommerhaus seiner sehr begüterten Schwiegereltern. Und er hat dann auch in der Folge zunächst das Spruchkammerverfahren und dann anschließend auch die Entnazifizierung unbeschädigt überstanden, denn es war ihm gelungen, eben mit vor allem auch Bezugnahme auf die Ereignisse in Küstrin, sich als eine Art, ja, man kann sagen, Gentleman-Nazi oder auch Gutmensch innerhalb des SS-Systems zu verkaufen. Das ist eine recht bekannte Aufnahme, Rainerfahrt als ja, fast ein wenig biederer Bürger von Sylt vor seinem Sommerhaus. Sylt war ja damals eine Flüchtlingshochburg, wie auch etliche andere Gemeinden in Schleswig-Holstein auch. Und so, es sollte sich zeigen, dass Rainerfahrt der richtige Mann am richtigen Ort war. Denn er wirkte einerseits als Exponent der vertriebenen Partei BHE, er war somit auch eine Symbolfigur für die Vertriebenen und ein glaubwürdiger Vertreter ihrer Interessen.
Er war aber andererseits auch bereits integriert in die Sylter Gesellschaft durch seine bereits seit den 20er Jahren immer wieder erfolgenden Ferienaufenthalte. Und diese Mittelstellung oder Vermittlerstellung in der durchaus nicht unproblematischen Beziehung zwischen Einheimischen und Zugewanderten, diese Stellung ermöglichte es ihm dann, seine politische Karriere in der Kommune Westerland aufzubauen. Um seine Karriere zu verstehen, bedarf es aber nicht nur dies, ich habe jetzt quasi strukturell erläutert, dass er sich zwischen den verschiedenen Lagen situieren konnte, aber es braucht mehr, um zu verstehen, weshalb dann später auch trotz immer mehr Indizien über seine Verbrechen es ihm gelang, die ganzen juristischen Ermittlungen, die noch folgen sollten, unbeschadet und unbestraft zu überstehen. Sein Anschein, sein Anblick, sein äußeres Auftreten oder um es soziologisch zu formulieren, sein Habitus waren doch sehr weit entfernt in der Wahrnehmung der Zeitgenossen von der eines Bilderbuch-Nazi-Bonzen, mit dem in der Nachkriegsgesellschaft die wenigsten noch etwas zu tun haben wollten. Seine Wirkung war vielmehr geprägt dadurch, dass er trotz seines hohen SS-Ranges als Militär wahrgenommen wurde in erster Linie. Und dass er nicht der Besetzungsfunktionär war oder wahrgenommen, als solcher wahrgenommen wurde, der er für die Zeit seiner herausgehobenen Funktion im NS-System ja zweifelsohne gewesen war. Es war so, es haben mir auch Zeitzeugen bestätigt, dass sein Ritterkreuz großen Eindruck machte in der Gesellschaft von Sylt, wie es das vermutlich aber auch an anderen Orten in Deutschland der Fall gewesen wäre. Er erschien als honoriger Großbürger mit guten Umgangsformen. Er hatte ein bescheidenes Auftreten gegen außen. Er hat als Beispiel etwa viele Flüchtlinge kostenlos juristisch beraten und er hat sich auf diese Weise unter den Vertriebenen einen Namen gemacht und auch er hat sich beliebt gemacht in der Sylter Gesellschaft. Reinefahrt wurde Bürgermeister von Sylt, das ist allgemein bekannt. Er war ein erfolgreicher Bürgermeister, ein überparteilich allseits geschätzter Bürgermeister und unter seiner Ägide, auch das ist für Zeithistoriker nichts wirklich Neues, erfolgte der Beginn des Wiederaufstiegs des Nordseebades Westerland zu einer Tourismusdestination von internationaler Ausstrahlung und in diese Erfolgskarriere kam 1957 oder geschah ein Ereignis, das die nachfolgenden Ereignisse in Gang setzte, die dann im Verlauf von mehreren Jahren zu seinem Abschied aus der Öffentlichkeit führen sollten. Also es kam zu einem Bruch 1957, der nie mehr richtig zu kitten war. Ich werde nun nachfolgend auf diese Zeit der zunehmend auch überregionalen Infragestellung von Reinefahrt, ich werde nun darauf eingehen. Dieser Niedergang von Heinz Reinefahrt wurde ausgelöst durch eine DDR-Propagandakampagne, die Sie hier auch wiederum beispielhaft abgebildet sehen aus einem DDR-Presseerzeugnis. Diese öffentliche Kontroverse im Anschluss an die DDR-Propagandakampagne, die löste im Herbst 1958 ein erstes juristisches Ermittlungsverfahren aus gegen Heinz Reinefahrt. Es war aber ein zentrales Merkmal der öffentlichen Kritik an Reinefahrt,
dass sie eben nicht von innerhalb des Schleswig-Holsteins kam, sondern von außen, nebst der DDR natürlich aus Polen, aber auch von Adenauer oder eher Adenauer kritischen überregionalen Medien wie etwa dem Spiegel oder der Frankfurter Rundschau. Gemeinsam war diese Kritik auch, dass sie Rheinfahrt als Symptom zu identifizieren glaubte, nämlich für Schleswig-Holstein als Zitat braunes Naturschutzgebiet, wie es in der Zeit formuliert war, Zeit um die Zeit. Diese Ermittlungen wurden jedoch nach wenigen Wochen trotz massiven öffentlichen Drucks eingestellt. Und das ist nun wirklich bemerkenswert, währenddem eben dieses Ermittlungsverfahren 1958 lief, in der zweiten Jahreshälfte, wurde er in den Kieler Landtag gewählt als Vertreter des BAE, der aber in dieser Zeit bereits arg im Niedergang begriffen war und dessen Anhängerschaft sehr rasant bereits zusammengeschrumpft war. Das nächste Bild zeigt nicht ohne Zufall natürlich den damaligen Landesvater Kai-Uwe von Hassel. Er war einer der Hauptakteure in der Zeit nach der Schließung dieses ersten juristischen Ermittlungsverfahrens. Es kam damals zu einer Anklage, zu einer mündlichen, nicht juristischen, aber doch mündlichen Anklage Rheinfahrts durch den damaligen Landesbeauftragten für staatsbürgerliche Bildung Hessenauer, wo Kai-Uwe von Hassel dann eher lavierend agiert hat, Rheinfahrt in Schutz nahm vor den Angriffen von Hessenauer, und von Hassel geriet darauf auch selbst dann in den, wurde zur Zielscheibe von Angriffen, die ihm kritisierten, weil er Rheinfahrt zu Unrecht oder in übertriebenem Maße in Schutz genommen habe. Von Hassel hat sich auf die demokratische Ordnung berufen. Er hat argumentiert, dass Rheinfahrt demokratisch einwandfrei gewählt worden war und dass im Mittelpunkt ging es da, im Zentrum stand da natürlich das Dilemma zwischen einerseits demokratischen Ansprüchen, demokratischen Gepflogenheiten und andererseits dann Akteuren, die eben genau diese demokratischen Strukturen und Diskurse ausnutzen für undemokratische Zwecke, wie diese in Rheinfahrt durch seine Kandidatur tat, die ja einfach möglich wurde, weil er formal juristisch eben straffrei geblieben war. Einige Jahre später war es dann aber dennoch so weit, dass Rheinfahrt erneut in die Kritik kam, und dafür sorgte diese Kritik nicht nur zu erneuten juristischen Ermittlungen, sondern auch, dass Rheinfahrt nun tatsächlich ab Beginn der 1960er Jahre auch seine politische Karriere aufgeben musste. Zwei Gründe waren dafür ausschlaggebend. Erstens, weil sich die öffentliche, und da betone ich die öffentliche, nicht zwingend die private Wahrnehmung und Beurteilung der NS-Zeit um 1960 veränderte. Es war ein Prozess, der in Schleswig-Holstein mit einer Häufung von personellen Skandalfällen einherging, etwa um den enttarnten Euthanasiearzt Heide alias Savade. Und die Regierung von Hassels wurde von diesen Ereignissen derart unter Druck gesetzt, dass sich von Hassel dann im Januar 1961 gezwungen sah, sich in einer berühmt gewordenen Regierungserklärung zwar wortreich zu verteidigen, aber er hat dann doch mit aller Deutlichkeit sich distanziert vom Fortleben von nationalsozialistischen
Reminiszenzen im politisch-juristischen System Schleswig-Holsteins. Er hat damit also 1961, Anfang 61 seine Position revidiert oder teilrevidiert, die er noch 1958 innegehalten hatte, also wie eben dargestellt, reine Fahrt unter dem Gesichtspunkt der Demokratie verteidigt hatte gegen Angriffe des Landesbeauftragten für staatsbürgerliche Bildung. Und in den 60er Jahren dann in Turbulenzen geriet. Der zweite Grund oder das zweite Ursachenbündel war weniger öffentlich als vielmehr wissenschaftlicher Art. Entscheidend war dabei die Forschungstätigkeit des Historikers Hans von Kranhals. Die sorgte nämlich dafür ab Anfang der 1960er Jahre, vor allem durch eine Monographie über den Warschauer Aufstand, dass nun auch die Evidenz für reine Fahrtschuld in Warschau wissenschaftlich ernstlich nicht mehr in Zweifel zu ziehen war. Und das auch erstmals gab es keinerlei ernsthafte oder glaubwürdige Einwände mehr gegenüber der historischen Schuld, zumindest die reine Fahrt auf sich geladen hatte in Warschau 1944. Als Reaktion auf diese Neuigkeiten, verantwortet durch den Historiker Hans von Kranhals, hat der Landtag die Immunität Reinefahrts aufgehoben und hat damit den Weg freigemacht für ein neues Ermittlungsverfahren. Gleichzeitig hat sich Reinefahrt, wie bereits 1958 einmal, kurzzeitig nun, wie sich zeigen sollte, auf Dauer beurlauben lassen von seinem Bürgermeisteramt. Er hat sich dann ein Jahr später, 1962, auch nicht mehr zur Wiederwahl gestellt für den Kieler Landtag. Und 1963 schließlich hat ihn die Gemeindevertretung nicht ohne Bedauern als Bürgermeister abbestellt, in unwillig, aber doch in der Einsicht, dass ein Ende des neuen juristischen Verfahrens, das nun nicht absehbar war, dass das Nordseebach-Westerland auf einen handlungsfähigen Bürgermeister angewiesen war. Ein Fazit, vorläufig Fazit ging also reine Fahrtspolitische Karriere bereits 1961 faktisch zu Ende, 1962, 63 dann auch auf dem Papier. Was habe ich jetzt noch Anstand, war die juristische Aufarbeitung, und zwar jetzt diesmal eben eine deutlich ernsthaftere juristische Auseinandersetzung mit seiner Reinefahrtsrolle in Warschau 1944. Diese Aufarbeitung würde nun nicht mehr bloß einige Wochen dauern, wie das 1958 noch der Fall gewesen war, sondern mehrere Jahre. Es wurden haufenweise Indizien für die Schuldreinefahrt generiert und es kam doch nicht zu einer Anklage. Und schließlich würden diese Jahre, die nun kamen, Reinefahrt dann auch, wie sich zeigen sollte, zermürben, aber nicht brechen. Gehen wir nun also auf auf die justizielle Nachbearbeitung des Warschauer Aufstandes ein. Wenn es um eher abstrakte Themata geht, dann ist es auch die Suche nach Symbolbildern eher schwierig. In der Not sehen Sie auf der Folie und auch in den nächsten Minuten Bild des Flensburger Justizpalastes, von wo aus die Ermittlungen gegen Reinefahrt koordiniert wurden.
Die zentrale Frage liegt aus heutiger Gegenwartsperspektive natürlich im Raum. Seine ausgesprochen normative Frage, normativ konnotierte Frage, wieso wurde der eine Fahrt nie verurteilt? Ich werde versuchen, nun zu zeigen oder zu erläutern in aller Kürze, weshalb das so war. Und es ist auch ein Großteil meiner Dissertation, die sich dieser Frage widmet. Ich erlaube mir hier an diesem Punkt, obwohl es nicht direkt in Zusammenhang steht mit reiner Fahrtkarriere, in Form eines ganz kleinen Exkurses. Ich erlaube mir einzugehen auf diese juristische Aufarbeitung, weil es sich damit eben sehr viel sagen lässt über die gesellschaftlichen Deutungsmuster jener Zeit, die Karrieren wie diejenige reine Fahrt ermöglichen. Also was ich darlegen werde, das ist einerseits geht es um eine sachliche Darstellung von juristischer Beweisführung oder Nichtbeweisführung, andererseits eben auch Schimmen in den Ermittlungsakten und den Stellungnahmen der Justizbeamten dann gesellschaftliche Deutungsmuster durch die Person reine Fahrt eben indirekt in juristischen Dokumenten auch wieder sehr ergiebig ausleuchten. Ich kann es vielleicht etwas überspitzt formulieren. Gleich beginnend, dass reine Fahrt seine juristische Unbescholtenheit, dass diese Nichtverfolgung juristischer Art, dass er die ähnlichen Ursachen verdankte wie bereits zuvor seine politische Karriere. Reine Fahrt war zwar jetzt überregional öffentlich dekonstruiert, könnte man sagen, er war nicht mehr salonfähig auf dem politischen Parkett. Aber er besaß im persönlichen Umgang mit den Menschen, wie eben auch den Justizbeamten der Staatsanwaltschaft Flensburg, die sich einen Großteil der 60er Jahre von Amtes wegen mit ihm beschäftigten, besaß auch im Umgang mit diesen Personen ganz offensichtlich immer noch die gleiche Ausstrahlung und Wirkung auf die Menschen wie Anfang der 1950er Jahre in Westerland. Reine Fahrt wurde wahrgenommen als höflicher, also von Justizbeamten, nun jetzt in diesen Äußerungen, wurde als höflicher, als zuvorkommender Mensch wahrgenommen, als Bildungsbürger. Und das entsprach eben nicht dem Bild, das man sich normalerweise von einem NS-Verbrecher machte. Es war die Zeit, in der sich die Wahrnehmung der NS-Ära auszudifferenzieren begann. Es war natürlich die Zeit der großen NS-Verfahren, wie etwa des Auschwitz-Prozesses, das ist sicherlich zutreffend. Aber dennoch, NS-Verbrechen wurden... Und wir befinden uns ja hier in den 60er Jahren, also 30 Jahre oder eine Generation vor beispielsweise der Wehrmachtsausstellung der 90er Jahre. Es war das eine Zeit, als NS-Verbrechen in allererster Linie mit Lagerverbrechen assoziiert wurden und nicht mit Kriegsverbrechen. Und wenn es denn schon militärische Ereignisse waren, die juristisch untersucht wurden, dann spielte aber eben eine gewichtige Rolle, dass es dabei ja um den Kampf gegen Partisanen ging, wie eben im Fall von Warschau. Es waren in den Augen der Justizbeamten keine gewöhnlichen militärischen Ereignisse und damit auch keine Kriegsverbrechen in einem normalen Kriegskontext, sondern es war der Partisanenkampf, der ganz entscheidend einwirkte auf die juristische Argumentation. Diese Sichtweise
entsprach eben nicht nur gesellschaftlichen Anschauungen, sondern widerspiegelte auch oder schlug sich auch in einer entsprechenden Praxis der Urteilssprechung nieder. Reinefahrts juristischer Freispruch ist also aus der damaligen Zeit heraus verstanden nur insofern bemerkenswert, als man die oder wenn man die Dimension der Verbrechen in Betracht zieht, aber nicht den Grundsatz. Verbrechen im Zusammenhang mit Militärereignissen wie dem Warschauer Aufstand führten in den 1960er Jahren, so deutlich kann man das ausdrücken, nicht zu gerichtlichen Verurteilungen in aller Regel. Aus Sicht der Justizbeamten kann man sich die Herangehensweise an den Fall Reinefahrt etwa so vorstellen. Also es ist nun eine ganz verkürzte Darstellung und auch etwas zugespitzte, vielleicht ein bisschen polemische Zusammenfassung der Argumentationslinie der Justizbeamten. Man nehme ein Großverbrechen wie die 10.000-fache Ermordung von Zivilisten im Rahmen des Warschauer Aufstandes. Man folge dann sklavisch der geltenden Rechtsordnung, die die Justizbeamten geradezu nötigt, den Tatkomplex eben nicht als historisches Gesamtereignis zu betrachten, sondern zu zersplittern in einzelne Tage, in einzelne, zum Beispiel durch Truppenteile markierten oder definierten örtlichen Abschnitte. Und man hat dann so also diesen Gesamttatkomplex aus dem historischen Gesamtzusammenhang gerissen, durch diese Aufsplitterung, durch diese Atomisierung gewissermaßen dieser Kriegsverbrechen, vor allem in den ersten Tagen des Warschauer Aufstandes. Und dabei ist eben auch zu beachten, wie ich das jetzt mehrfach betont habe, dass die Justizbeamten dann geleitet waren von unterbewussten Sympathien für Reinefahrt, der als Ehrenmann wahrgenommen wurde. Und in diesen Einzeltatkomplexen, die ich nun erläutert habe, wie sie in der Vorgehensweise der Staatsbeamten entstanden. In diesen Einzelkomplexen ließ sich dann, und das wurde dann auch getan durch die Justizbeamten, sehr viel einfacher nach jeweils entlastenden Aussagen und Motiven zu suchen, um so die nach Recht nach juristischem Recht erforderliche lückenlose Beweiskette zu sprengen. Ich hoffe, das war verständlich, wie ich das kurz wiedergegeben habe. Also die Aufsplitterung in ganz kleine, zeitlich und örtlich definierte Einzelteile ist die eine Erklärungsansatz, diese Atomisierung des historischen Gesamtereignisses und Verbrechens und dann andererseits streng juristisch genommen, haben die Justizbeamten dann die Voraussetzung, dass für einen Urteilsspruch noch eine lückenlose Beweiskette als erforderlich gesehen wurde und innerhalb diesen kleinen Splitterteilen des Verbrechenskomplexes ließ sich dann fast überall entlastende Aussagen finden von den ganz vielen Zeugen, die herangezogen wurden und so wurde dann eben im Zweifelsfall für den Angeklagten Reinefahrt zwar nicht freigesprochen, das sei betont, aber doch außer Verfolgung gesetzt. Der Unterschied hier liegt darin, dass ein Freispruch das Ergebnis eines Prozesses gewesen wäre. Es kam aber nicht einmal zu einer eigentlichen Hauptverhandlung, sondern das Ermittlungsverfahren wurde bereits vorher abgebrochen, bevor es zu einer öffentlichen Anklage kam. Ich möchte aber hier auch betonen, dass diese Justizbeamten wie ich das gesagt habe, vielleicht so kann man das ganz
kurz auf den Punkt gebracht, aufgrund von soziokulturellen Sympathien für einen wahrgenommenen Standesgenossen dann so vorgegangen sind. Aber ich habe in den Dokumenten auch ganz viele Hinweise gefunden, dass diese Justizbeamten ihre Arbeit außerordentlich ernst nahmen. Also wir sprechen hier nicht über rechtsgerichtete Kumpanei, wo es von Anfang an eigentlich die Intention gewesen wäre, dann reine Fahrt irgendwie reinzuwaschen. Es sind Menschen, die oftmals gequält sind von dieser Zerrissenheit, einerseits gründliche Ermittlungsarbeit, die eine überwältigende Zahl von Schuldindizien ans Tageslicht bringt, und andererseits aber eben diese im zeitgenössischen Kontext vielleicht verständliche Sympathie für die Figur Rainerfahrt, der ebenso gar nicht dem Bild eines NS-Verbrechers entsprach. Das ist eine Aufnahme aus Rainerfahrts letzter Lebensphase. Ich möchte nun auch noch abschließend darauf kurz eingehen und den Bogen schließen. Rainerfahrt hat das sicherlich unverdiente Glück, ohne juristische Bestrafung davongekommen zu sein, nie geschätzt. Er hatte die jahrelangen Ermittlungen gegen ihn immer als ganz große Ungerechtigkeit empfunden. Was er getan oder veranlasst hatte, das war nach seiner Auffassung im Zusammenhang des Krieges geschehen. Er hatte nach seiner Wahrnehmung Befehle befolgt und er hatte seine Pflicht getan. Wenn er denn vor 1945 Funktionen inne gehabt hatte, die von ihrem Wesen her als typische Nazi-Posten interpretiert werden konnten, dann war er in seiner Auffassung dorthin eben versetzt worden, ohne dass er sich dies gewünscht hatte. Er hatte, so wie er das selbst sah, hat er gegen Partisanen gekämpft, gegen den Bolschewismus selbstverständlich. Und dann, ganz entscheidend, eben nach seiner Wahrnehmung trotzdem im Rahmen seiner Möglichkeiten dann unsinnigen oder verbrecherischen Befehlen der NS-Führung sich widersetzt, eben hier sei nochmals auf seine Kommandofunktion in der Festung Küstrin im Frühjahr 1945 verwiesen. So lebte Rainerfahrt dann in zunehmender Verbitterung bis zuletzt in seinem Haus in Westerland. Er starb 1979 im 76. Lebensjahr und er starb auch weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit. Bemerkenswerterweise hat sich der damals amtierende Westerländer Pastor geweigert, den prominenten Verstorbenen zu bestatten, weshalb dann Rainerfahrt in Keitum seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Die Weigerung des Pastors geschah deshalb, weil Rainerfahrt mit der Aussicht auf eine steile NS- oder SS-Karriere 1942 aus der evangelischen Kirche ausgetreten war. Und das zeigt natürlich auch, dass eben Rainerfahrt entgegen seiner Darstellung nicht auch während der NS-Zeit quasi der verkleidete, gutbürgerliche Jurist war, sondern eben ganz klar und dezidiert Entscheidungen traf, um seine Karriere zu fördern. Es gab somit eine letzte kleine Mini-Kontroverse um Rainerfahrt in diesem Todesjahr 1979. Das hat aber nichts daran geändert, dass das mit Rainerfahrt in der lokalen Wahrnehmung zumindest nicht ein Verbrecher dahingeschieden war, sondern ein doch unverändert respektierter und geschätzter Mitbürger, der aber jedoch, wie es viele dann sahen in der Zeit, hat einen eher tragisch schicksalshaft konnotierten letzten Lebensabschnitt erleiden musste. Kommen wir zu einer Art Kurzfazit. Heinz Rainerfahrt, der
der einzige SS-General, der je auf Landesebene zum Volksvertreter gewählt wurde. Er ist gleichermaßen Ausdruck und Lehrstück der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Seine NS-Karriere war für sich schon nicht alltäglich und seine Nachkriegskarriere war noch viel spezieller und eben doch auch bezeichnend. Seine Lebensgeschichte bietet für mich exemplarischen Anlass, die Transformation der westdeutschen politischen Kultur von den frühen 1950er Jahren bis in die 70er Jahre zu verfolgen. Und sie bietet auch die Möglichkeit zu studieren, wie internationale, nationale, regionale und lokale öffentliche Debatten ineinandergreifen und auch nach verschiedenen Regeln öffentliche, juristische und geschichtswissenschaftliche Diskurse ineinander übergehen und einander gegenseitig beeinflussen. Heinz Reinefarth ist somit ein Stück Sylter Lokalgeschichte einerseits. Er ist verkörpert schleswig-holsteinische Regionalgeschichte. Er symbolisiert oder exemplifiziert deutsche Mediengeschichte und er ist schließlich auch ein Repräsentant von sowohl deutsch-deutscher als auch deutsch-polnischer Beziehungsgeschichte. Damit schließe ich meine Ausführungen und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.